Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live. Herzlich willkommen zu Vorarlberg Live, die Nachrichten der Woche an diesem Freitag, den 9. August. Während in Paris tagelang die Wasserqualität die Triathlon-Bewerbe verschob, dürfte dem Jannersee-Triathlon am Samstag in Lauterach kaum noch etwas im Wege stehen. Zahlreiche Athleten werden sich wieder in den Jannersee stürzen, ehe sie sich aufs Rad schwingen und zum Abschluss noch in die Laufschuhe springen. Im Studio darf ich dazu jetzt Organisator Björn Lamprecht und Thomas Bader, Präsident des Vorarlberger Triathlonverbandes, begrüßen. Ja, herzlich willkommen bei mir im Studio, Björn Lamprecht und Thomas Bader. Wenn man jetzt vom Triathlon spricht, denken wahrscheinlich viele Leute erstmal an Ironman, der hat mittlerweile große Bekanntheit erlangt. Bei einem Marathon, 4 Kilometern Schwimmen und 180 Kilometern Radfahren, denken aber wahrscheinlich die wenigsten Leute direkt ad hoc, oh, da möchte ich gerne mitmachen. Es gibt aber ja auch Distanzen, die durchaus ein bisschen breitensportfreundlicher sind. Könntest du mir vielleicht mal erklären, was gibt es denn für Distanzen überhaupt und ja, für wen ist Triathlon was? Also Triathlon ist für jeden, der sich bewegen will, oder? Weil es hat einfach die drei Grundsportarten, oder? Und die sollte eigentlich jeder können, sage ich jetzt einmal, und auch täglich üben, oder täglich, ja. Immer wieder üben, oder? Darum ist es ein Triathlon, ein tolles Sportart. Und was noch dazu kommt, ist, dass wenn man Triathlon trainiert, trainiert man viel rundherum, oder? Also man trainiert nicht bloß Schwimmen, Laufen, Radfahren, sondern auch Stabilisation und dergleichen. Also vor allem für die Jungen, sage ich mal, ist das eine tolle Sportart, die eine tolle Basis bildet, oder? Und darum gibt es bei den Jungen, sage ich eben, ja, das haben wir halt klar als Nachteil, wenn jemand hört Triathlon, dann ist es der Ironman, oder? Mhm. Und dann ist es noch Hawaii auch noch, oder? Also das ist bei den Jungen, fangen sie an bei 25 Meter Schwimmen, oder? Und also eine überschaubare Strecke. Ja, 200 Meter oder 500 Meter Radfahren, das sind unterschiedliche Strecken, oder? Und dann noch einen Kilometer oder 500 Meter Rennen, das hängt vom Alter ab. Dann geht es hinauf, dann kommt die klassische Sprintdistanz, das wären die 750 Meter Schwimmen und so weiter. Und dann die olympische ist 1500 Schwimmen, 40 Grad und 10 Kilometer Laufen. Oder? Und dann haben wir natürlich, Gott sei Dank, so wie bei uns, oder, da die tollen Sportarten, wo das noch variabler ist, weil es hängt mhm. auch von der Strecke und dergleichen ab. Oder? Und da haben wir Gott sei Dank den Jannersee-Triathlon, dort ist 400 Meter Schwimmen, eine Runde um den tollen See. Also das ist schon zum Schwimmen fantastisch. Also ich schwimme natürlich lieber, wenn nicht so viele im Wasser sind. und dann die 16 Kilometer abfahren und am Schluss noch die 4 Kilometer laufen. Aber die Jungen sind ja auch da gestaffelt. Also fand ich auch wieder bei 25 Meter Schwimmen und dergleichen ab. Mhm, im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass man es bis ins relativ hohe Alter betreiben kann, oder? Ja, wir haben ja einen, der immer noch mit tut, das hat so lange nicht. Der letzte im Ziel ist, der macht er mit. Und der ist jetzt schon 84 Jahre alt, der Meier Horst. Und ja, freut mich jedes Mal, wenn er noch dabei ist. Ja, ja, beeindruckt mit 84 Jahren. Da freut man sich, wenn man überhaupt noch so laufen kann, oder? Wenn man jetzt aber dann sich doch auf eine Langdistanz vorbereiten möchte, was gehört denn dazu? Was muss man mitbringen, um überhaupt das mal ja, in den Kopf nehmen zu können? Ja, man muss ein Ausdauertyp sein. Ne? Also ein Sprintertyp wird keine Freude mit diesen Strecken haben, oder? Also es ist Ausdauer, oder? Es ist eine Herausforderung. Und natürlich fängt man nicht mit einem Marathon an, sondern mit kürzeren Strecken und da muss man halt langsam anfangen. Das Schwierigste, also das, was sie am unliebsten tun oder am meisten Schwierigkeiten bereitet, ist das Schwimmen. Weil erstens muss man da die richtigen Strukturen finden. Vorarlberg, da sind wir alles andere als gesegnet mit Strukturen zum Schwimmen. Und Schwimmen ist halt etwas, wo ich sicher bin, man sollte es mit jungen Jahren einmal, zumindest einmal die Techniken gelernt haben. Weil Technik. Sonst sind die 1500 Meter doch erheblich. Man ist ja nicht allein im Wasser, oder? Mhm. Dann ist es auch noch Freiwasser. Man muss immer wieder nach oben schauen. Zum und das Orientieren. Tun sich schon, ja, und da tun sich schon die Schwimmer schwer, weil wenn man nach oben schaut, gehen die Beine normalerweise nach unten. Oder? Also bremst man schon wieder. Mhm. Also ja. Und dann natürlich der Nebenpartner und so weiter. Wenn, je nachdem, beim Start da am Jannersee ist der Start sicher nicht, ist schon spannend, ja. Wie lange dauert so eine durchschnittliche Vorbereitungszeit auf einen Triathlon, wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir nehmen so eine olympische Distanz her? Es kommt halt immer darauf an, was für Ziele ich habe. Also, ich meine, wenn ich unsere Jungen, also Jungen, die U23-Athleten, die auf die olympische Distanz von der Sprinter olympisch wechseln,
und international tätig sind, dann sind es halt 20 bis 30 Stunden Training in der Woche. Mhm. Wahnsinniger Trainingsaufwand. Wenn man jetzt für den Jannersee-Triathlon starten möchte, dann ist das wahrscheinlich, kann man auch ja, als trainierter Sportler einfach sich anmelden. Ja, oder? Genau. Also man sollte nicht ganz untrainiert sein. Also es ist doch eine Distanz, wo man bewältigen muss. Aber wenn es sich nicht so viel anhört, die 400 Meter Schwimmen macht so der Durchschnitt so in 10 Minuten circa. Dann nochmal 16 Kilometer Radfahren. Wenn, da ist man dann auch so circa 30 bis 35 Minuten unterwegs und dann nochmal 4 Kilometer laufen. Und das, diese Kombination, also ein bisschen muss man schon was gemacht haben, aber es geht relativ rasch dann. Ist es die Kombination aus Sportarten, die den Sport auch so anstrengend macht, dass man aus dem Wasser rauskommt, eigentlich schon schwere Beine hat und dann aufs Rad steigen muss, um die Beine erst richtig fertig zu machen? Ja, beim Schwimmen ist es sicher auch so, dass man das Ganze natürlich in liegender Position macht. Ist, wenn man rauskommt, dann ein bisschen Orientierung oder Schwindel oder so dann ein bisschen mit. Bei den kurzen Distanzen ist es jetzt nicht ganz so schlimm, aber bei den längeren macht man mit den Beinen ein bisschen weniger, damit die natürlich noch frisch sind fürs Radfahren und fürs Laufen. Und auch beim Radfahren dann, wenn es auf die längeren Distanzen geht, gibt man da nicht all out, sondern muss ja noch einen Marathon, Halbmarathon oder was auch immer laufen dann. Ja. Muss man sich gut einteilen. Ja. Immer noch eine ordentliche Distanz. Mhm. Über welche Sportarten kommen denn die meisten Menschen zum Triathlon, Thomas? Sind es eher die Läufer, denen Laufen zu langweilig geworden ist? Oder viele Schwimmer, die sagen, ach, jetzt laufe ich auch noch ein bisschen, das kann ich eh schon? Ja, eigentlich haben wir alle Sportarten. Oder? Wir haben mal so eine schöne Aussage gehört oder, von einem der ersten Triathlon, wo im Vorarlberg war, da in Bregenz. Das ist das erste Mal, sind alle Sportarten zusammengekommen. Ne? Da sind alle getreten. Aber natürlich, bei den Erwachsenen kommen es normalerweise vom Laufen oder Radfahren. Ne? Mhm. Also die zwei Sportarten sind normalerweise bei den erwachsenen Personen. Und bei den Jungen, da schauen wir gleich das Schwimmen, Schwimmen, Schwimmen. Oder? Weil Schwimmen ist einfach eine Grundvoraussetzung. Jetzt, man schwimmt nicht immer in der Seen, so wie da mit der extremen Strömung, oder? Mhm. Aber man hat gesehen, was das eigentlich, was Schwimmen. Also wenn man nicht schwimmen sehr, sehr ganz vorne ist, oder, auch wie der Spitzensport, oder, dann ist es vorbei, ja. Schon nach dem Schwimmen. Ja, aktuell laufen die Olympischen Spiele noch. Mhm. Der Vorarlberger Athlet Leon Pauger hat leider die Olympia-Quali knapp verpasst. Mhm. Was gehört denn zu so einer Quali dazu? Was muss man da erfüllen, um bei den Olympischen Spielen starten zu dürfen? Unter den Top 50 auf der Welt quasi muss man sein, oder? Und dann hängt es noch ab, da gibt es die Quotenplätze und so weiter. Es sind also weniger als die 50, die da hineinkommen, oder? Weil es kommen von anderen Ländern, die kriegen das fix, oder wenn man Mannschaft ist und so weiter. Also es ist eine ganz harte Qualifikation und sie geht auch ewig, oder? Also fast also 2,5 Jahre, oder? Und er war eigentlich schon gut positioniert. Eigentlich haben wir gedacht, das haut hin, oder? Aber leider ist die letzte Saison alles also nur negativ gewesen. Mhm. So ist es dann am Schluss nicht mehr ausgegangen. Ja. Und man sammelt dann über die Zeit Punkte, die alle in einen Topf reinfließen. Ja, aber da gibt es Streichresultate und so weiter. Und natürlich, wenn ein Wettkampf man ist, aber man kommt natürlich nur in bestimmte Wettkämpfe, wenn man bestimmte Punkte anzahlt. Okay. Also, es ist ziemlich kompliziertes System. Also es ist kompliziert, ja. Wir kommen natürlich aber auch nicht drüber, wir kommen nicht drumherum, auch über die Wasserqualität der Seine zu sprechen. Die hat ja die Triathlon-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen jetzt definitiv in ein negatives Licht gerückt. Angeblich sind es jetzt 4 Athletinnen und Athleten, die nach den Bewerben im Krankenhaus sind. Es gab da ja große Diskussionen um Keime im Wasser. Was sagt ihr jeweils dazu als Triathleten, als Menschen, die mit dem Sport verbunden sind? Also ich war lang international unterwegs mit den Jungen, oder? Also da ist die Sehne sicher nicht das Schlimmste, oder? Aber es ist halt so, dass man, wenn man in den Städten sich Triathlon macht, oder? Dann ist die Wasserqualität, egal wo man jetzt ist, oder? Ist natürlich nicht gut, oder? Und ob jetzt das wirklich von der Sehne kommt, wenn jetzt da jemand im Spital oder dergleichen ist, oder? Man hat ja auch gleich jemanden gezeigt, der sich übergeben hat im Ziel. Mhm. Aber das ist im Triathlon natürlich nicht, also das ist schon gang und gäbe, oder? Weil das ist die Ausdauerleistung. Da geht es nur Roll, also voll, oder? Etwas anderes gibt es nicht. Und, aber auf der anderen Seite, oder alle die, wo jetzt da mitgetan haben, oder so viele Zuschauer,
so ein Erlebnis, oder? Also nicht nur, weil es Olympiade ist, sondern weil das rundherum also so extrem ist, oder? So viele Zuschauer. Mitten in der also, Stadt. Die schwärmen ja alle. Also ich wüsste jetzt keinen, wo gehört habe, wo über das jetzt noch irgendwie ein Wort verliert, oder? Und der Deutsche, der heute halt Langstreckenschwimmen Tisch gemacht hat, hat ja auch gesagt, es schmeckt ganz gut, das Wasser. Also, also scheint nicht ganz so schlimm zu sein. 2004 gewann für Österreich überraschend Kate Ellen eine Triathlon-Goldmedaille bei den Spielen damals in Athen. Mhm. Der Sport hat danach sicherlich einen großen Aufschwung in Österreich erlebt, war ein wunderbares Vorbild. Triathlon ist noch viel mehr ins Blickfeld der Österreicher gerückt. Helfen solche Großereignisse dem Interesse am Sport? Ja, also wir brauchen immer Vorbilder. Oder? Also ohne Vorbilder, das denke ich mir, also das, ich sage immer, das ist wie Henny und Ei. Ja? Wir brauchen beides. Oder? Also wir brauchen Vorbilder und solche, die danach eifern wollen. Oder? Und natürlich, alle Erfolge helfen, das merkt man, oder? In jedem Sport, jeder Sportart. Oder? Also wir hätten uns schon gewünscht, dass wir noch weiter vorne sind als Österreicher beim Triathlon. Oder? Aber ja. Wünschen darf man ja. Das kommt dann näher vielleicht in den nächsten 4 Jahren. Wie schaut es denn mit den Unterstützungen aus in dem Sport? Viele Verbände anderer Sportarten klagen ja immer wieder, dass der Großteil der Gelder an Fußball und an Wintersport geht. Triathlon ist jetzt auch eher eine Randsportart, fällt dann vielleicht mal hinten über. Da stehen wahrscheinlich nur begrenzte Mittel zur Verfügung, oder? Ja, Mittel sind immer begrenzt, das steht klar. Aber ich denke mal, vor allem im Vorarlberg haben wir natürlich... wenn wir Leistung zeigen, oder, haben wir es schon gegen. Wenn ich rundherum schaue, haben wir es nicht so schlecht. Oder? Natürlich sind wir kein Fußballer. Oder? Also bei der Presse wären wir natürlich lieber ein bisschen mehr vertreten. Oder? Also, aber ich verstehe die Fußball. Ich mache Fußball auch, also das ist nicht so. Und wie sieht das jetzt konkret aus? Triathlon gilt jetzt auch nicht unbedingt als ein ganz kostengünstiger Sport, wenn man jetzt zumindest mal auf das Rennrad schaut. Wenn mein Kind jetzt mit Triathlon anfangen möchte, muss es denn dann direkt das Rennrad sein, was, weiß ich nicht, 1.000 Euro kostet? Oder taugt da am Anfang auch mal ein ganz normales Fahrrad, weil es sowieso erstmal nur darum geht, den Sport zu erleben? Lass ihn reden, weil Sie haben mich auch Nachwuchs. Das ist auf jeden Fall ausreichend, das normale Fahrrad. Es ist auch so, dass seit einem Jahr diese Wettkämpfe für bis 10-Jährige nur in Mountainbikes gefahren werden dürfen. Mhm. Also die dürfen auch noch nicht mit dem Rennrad fahren. Macht doch Sinn, weil man mit dem Mountainbike viel besser die Technik üben kann und das Handling vom Fahrrad und so. Und von dem her geht das ganz gut. Wir haben seit ein paar Jahren einen Nachwuchs, wo mittlerweile über 20 Kinder dabei sind. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Wir versuchen auch als Verein zu unterstützen mit Triathlon-Anzügen, wo wir kaufen und den Kindern leihen. Auch mit Rädern können wir zum Teil aushelfen und ja, das geht dann eigentlich ganz gut. Also ein recht einfacher Einstieg erstmal in den Sport. Ab welchem Alter könnte man denn theoretisch anfangen? Also bei uns kann man mit 6 Jahren starten. Je nachdem, wie weit das Kind ist, geht es auch schon ein bisschen früher. Wir hatten auch schon Teilnehmer beim Janersee Triathlon, wo mit 4 Jahren gestartet sind. Das, die dürfen dann auch eine Schwimmhilfe verwenden. Die mischen im Renngeschehen normalerweise eh nicht so mit, aber die haben dann einen Spaß dran und das funktioniert ganz gut. Ja. Also, aber sonst so ab 6 Jahren ist das eigentlich ganz gut. Das. Steht also gerade bei den Kinderbewerben, auch beim Janersee-Triathlon, einfach der Spaß am Sport im Vordergrund? Ja, unbedingt. Das ist das Wichtigste bei den Kindern, dass sie Spaß dran haben. Das ist auch bei uns im Training so. Wir gehen da nicht immer auf Leistung. Wir machen viel mit spielerisch und so. Und dann haben die Kinder eine Gaude. Und danach sitzt man noch zusammen, Quatsch spielt noch und schönes Rundum. Gibt es denn Voraussetzungen, um am Samstag teilzunehmen? Equipment, was man unbedingt mitbringen muss? Muss es denn da für die Erwachsenen das Rennrad sein? Oder? Nein, auch da nicht. Wir haben jedes Jahr wieder welche, wo mit dem Trekkingrad kommen. Das Wichtigste ist sicher der Radhelm, denn der ist ein Muss auf der Radstrecke, der ist Pflicht. Und ansonsten Laufschuhe, Schwimmsachen und dann geht das eigentlich schon. Das Wasser dürfte ja auch nicht so kalt sein, das heißt, Neoprenanzug dürfte auch kein Thema sein. Nein, das ist bei uns am Janersee nicht. Da er mitten im Sommer stattfindet, ist das eigentlich immer gut aufgewärmt. Mhm. Am Samstag werden sowohl der Landesmeister in der Sprintdistanz als auch der Nachwuchslandesmeister gekürt. Macht das die Veranstaltung in diesem Jahr noch attraktiver? Ja, solche Landesmeisterschaften ziehen ein Stück weit immer mehr Athleten an oder von den Vereinen, wo sich dann doch untereinander matchen kommen. Also
Das auf jeden Fall, ja. Und werde die Veranstaltung auch ein bisschen auf dann, ja. Wie läuft die Entscheidung ab, wo solche Landesmeisterschaften ausgetragen werden? Schaut man einfach, welcher Wettbewerb sich dafür anbietet oder gibt es da einen Rundum? Ja, wir schauen ja, dass wir rundherum, also unsere Veranstaltung, dort wo es halt passt, oder, dass jeder einmal dran kommt. Oder? Man, wir können, in Bregenz ist es halt Aquathlon, weil auf der olympischen Distanz kann man nicht irgendwas machen. Und das ist meistens zwischen Janersee, Lustenau und Fußach-Triathlon, da wechseln wir ab. Jetzt wird es ja auch Staffeln geben, soweit ich weiß, für die Kinder, oder? Nein, für auch die Erwachsenen. Für die Erwachsenen, ja. Okay, dann für die Erwachsenen. wie schaut das aus? Das heißt, ein Athlet macht je eine Sportart, das heißt, ein Team aus drei Leuten geht gemeinsam an den Start. Ja, genau. Einer schwimmt, kommt dann in die Wechselzone rein, dort wird der Chip übergeben an den Radfahrer, der macht dann das Radfahren und wenn er zurückkommt, wird ihm vom Läufer der Chip abgenommen und der geht dann auf die Laufstrecke und den Stil dann, ja. Jetzt stelle ich mir vor, so eine Veranstaltung auszurichten, ist ja ein enormer organisatorischer Aufwand, oder? Ja, man ist mehr oder weniger das ganze Jahr dran. Also auch mit dem Abschluss vor dem Triathlon, jetzt dieses Wochenende, dann werden wir bald wieder starten mit Termine fixieren, die ersten Anträge stellen beim Verband dann auch. Und dann ist im Herbst normalerweise noch etwas ruhiger, bevor es dann im Frühling dann mit dem eigentlichen Organisation losgeht dann. Ja. Welche Rahmenbedingungen muss so eine Veranstaltung erfüllen? Also was braucht es da zwingend, wenn man jetzt zum Beispiel an Sicherheitskräfte denkt? Ja, wir müssen diese Strecken natürlich beim Land beantragen. Also wie jetzt beim Land, weil wir bezirksübergreifend die Wettkampfstrecke haben. Ja, die muss natürlich komplett abgesichert sein, damit keine anderen Passanten in die Strecke kommen, weil die Teilnehmer fahren mit über 40 km/h auf der Radstrecke und können nicht mehr schauen, wo jetzt jemand dazwischen reinkommt. Oder so. Das lässt sich nicht handeln. Daher haben wir beim Janersee Triathlon eine komplett gesperrte Wettkampfstrecke und müssen halt an jedem Seitenweg, wo auf die Strecke kommt, müssen wir eben abstellen zum Absichern. Ja. Bei den Knotenpunkten unterstützt uns dann auch die Polizei, weil wir das selber nicht machen dürfen, beziehungsweise die Uniform auch sehr hilft. Ja, logisch. Da schreckt der Autofahrer dann doch mal ein bisschen eher zurück. Genau so ist es, ja. Ja, und Wasserrettung braucht es dann auch? Wasserrettung brauchen wir natürlich auch. Die ist auch immer zahlreich vor Ort dann. Wir sind mit Stand-Up-Paddles auf dem See während den Wettkämpfen, auch mit Tauchern, wo das Ganze rundum bewachen, dass da nichts passieren kann. Aber trotzdem, wenn ich einwerfen darf, oder immer der Appell an die Teilnehmer, sie müssen sich rein in die Straßenverkehrsordnung halten oder? Und müssen natürlich immer auch bremsen können. Oder? Also der Wettkampfmodus sollte man immer trotzdem im Augenblick haben, weil es kann trotz aller Absperrungen immer was dazwischen kommen. Das ist auch in den Triathlon-Regeln festgeschrieben, oder nicht? Ja. Es gibt ja auch sicherlich einige also Vorgaben noch drumherum vom Land, die man beachten muss. Ich weiß nicht, wie das zum Beispiel mit Naturschutz ausschaut und so, ob das ein Thema ist, aber ich gehe mal fest davon aus. Ja. Sind diese Vorgaben eurer Meinung nach alle sinnvoll und vor allem auch finanziell tragbar? Ich meine auch so Streckensperrungen und so, das kostet ja alles, oder? Es wird halt immer komplizierter. Das ist das große Problem. Und was man, aber das ist nicht bloß im Vorarlberg so, das ist eigentlich überall so, dass eigentlich immer mehr die Verantwortung vom einzelnen Sportler abgegeben wird auf den Veranstalter. Oder? Ich sage, wenn jemand, das Land gibt natürlich auch etwas vor, das ist klar, das muss man einhalten. Oder? Aber ich sage immer, also der einzelne Sportler wäre eigentlich auch noch verantwortlich für das, was er tut. Oder? Und muss mitdenken. Oder? Und das wird immer mehr. Auch die Straßen, oder? Wenn die Straße eben dann einen Fehler hat, dann ist eigentlich jetzt schon der Veranstalter eigentlich der, wo etwas hinstellen muss oder schauen muss, oder? Und eigentlich, sage ich jetzt einmal, das ist halt normal, ist etwas Normales, oder? Also wir fahren ja nicht auf einer extra Rennstrecke, sondern wir fahren auf die Straßen, oder? Und da ist halt einmal ein Loch und das schaut man halt vorher an. Und, Ja, es gibt seitens Land sehr viele Vorgaben, was wir machen müssen, um die Strecke absichern. Zum Teil sinnvoll, zum Teil nicht ganz, aber das ist wie bei allen Bescheiden so. Das
ich habe das Gefühl, jeder will sich halt weiterentwickeln. Oder wir machen das mit unserer Veranstaltung, wir entwickeln uns jedes Jahr ein bisschen weit und das kommt mit den Vorgaben auch. Da passiert halt irgendetwas und dann wird das wieder mit reingenommen oder so. Wenn man jetzt neu starten müsste, wäre das schon sehr viel Aufwand, um das alles zu stemmen. Oder? Und gewisse Sachen kann man nicht mehr durchführen, weil die Vorgaben nicht mehr, das ist nicht mehr machbar. Oder? Also, wobei wir im Land oder, ja, noch gut reden können, aber bei uns auch im Vorarlberg, sage ich jetzt mal, aber es ist eigentlich eher gegen Sport oder halt vor allem Straße, als was mit der Straße zu tun. Oder? Aus finanziellen Gründen viel. Nein, die, oder auch einfach nur der organisatorische Aufwand. Das ist, was man alles erfüllen muss. Oder? Das ist Ja, das kann ich mir gut vorstellen. In Paris gab es heuer eine längere Diskussion, auch generell haben wir ja gerade schon gesprochen, um die Wasserqualität. Das wird jetzt natürlich bei euch kein Thema sein. Gibt es denn aber trotzdem Grenzwerte, die ihr einhalten müsst, was die Wasserqualität angeht? Also im Schwimmbad wird ja auch immer gemessen, ob der Chlorwert passt. Wie schaut das im Jannasee aus? Das ist ja doch ein öffentliches Gewässer. Also speziell beim Triathlon haben wir bis jetzt keine Vorgaben. Vielleicht ändert sich das ja jetzt dann noch. Hoffentlich aber nicht. Da das, der Jannasee auch ein Badesee ist, wird er sowieso laufend überwacht, gehe ich mal davon aus. Und ja. Wenn was Gröberes sein sollte, würden wir da früh genug informiert werden. Wir haben das heuer ja gehabt beim Bregenz-Triathlon, durch das Hochwasser. Dadurch war der aber See. Da hat die Behörde sowieso das Wasserqualität vorher geprüft. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht extra Wasserproben nehmen und die einschicken und sagen, hey, von unserer Seite passt alles. Das geht noch, ja. Jetzt haben wir auch schon darüber gesprochen, dass es was anderes ist, im Schwimmbad zu schwimmen, als in einem offenen Gewässer, im Meer, in einem Fluss, im See. Gab es da schon mal Probleme? Merkt ihr, dass Leute vielleicht mit der Situation vollkommen überfordert sind, weil sie das noch nie gemacht haben, die Erfahrung, im offenen Gewässer zu schwimmen? Ja, das gibt es auf jeden Fall, ja. Ja, im Jannasee wahrscheinlich weniger, oder? Aber auch im Jannasee, es starten halt sehr viele Teilnehmer auf engem Raum. Das, viele, die wohl das nicht so gewohnt sind, wechseln dann halt in den Bruststil oder lassen sich ein bisschen zurückfallen oder zur Seite fallen, dass sie sich wieder beruhigen ein bisschen und weiter schwimmen können. Und sonst haben wir auch bei den größeren Veranstaltungen im Land, hatten wir beim Transvorarlberg auch schon mal sehr hohen Wellengang oder so. Da haben sich die Leute dann am Boot festgehalten und mussten zum Teil dann sogar abbrechen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber die Distanz, die dann unterschätzt wird, weil sie sich im offenen Gewässer größer weiter anfühlt, ist weniger das Problem. Die Leute wissen, dass sie sich auf die 400 Meter einlassen. Im Normalfall schon, ja. Die 400 Meter sind jetzt nicht so extrem, oder? Schlimmer wird es, wenn es über einen Kilometer geht und man ist da nicht trainiert, dann ist das schwierig. Aber und das Offene, oder? Weil da sieht man ja immer an den Rand, oder? Da kann man ja, also psychologisch, man kann ja an den Rand hinausschwimmen, wenn es jetzt überhaupt nicht mehr geht, selber auch, oder? Stimmt, und man hat immer die Abstoßphase, oder? Also durch die Wände. Im offenen Gewässer ja nicht, oder? Nee, genau, eben, aber im Schwimmbad aber eben. Aber beim Jannasee ist immer der Rand, oder? Also da, ach so. Wenn ich denke, jetzt kriege ich keine Luft mehr oder sowas, dann schwimme ich 4 Meter hinaus, oder? Und meistens sind ja die Rettungskräfte auch da, aber beim Triathlon ist es so, dann sollten sie die Hand heben, oder? Und dann kommt also jemand mit dem Boot oder mit einem Kajak oder so, wo man sich hier halten kann und dann. Also eigentlich wunderbare Einstiegsrahmenbedingungen bei euch. Ja, für alle, die jetzt noch auf den Geschmack gekommen sind, gibt es noch die Möglichkeit, sich anzumelden? Ja, es gibt noch die Möglichkeit. Wir haben aber nur noch wenige Restplätze. Wir sind dieses Jahr sehr gut ausgebucht. Und wenn man sich noch nachmelden will, muss man das am Samstag vor Ort machen, bei der Startnummerausgabe. Ja. Jetzt ist beim Triathlon ein großes Thema auch immer der Wechsel zwischen den Sportarten. Manche Profis haben das perfektioniert, die Hobbysportler wahrscheinlich ja weniger und ziehen sich gemütlich um. Trotzdem ist aber einfach nicht viel Platz in den Wechselzonen, das ist Fakt. Welche Gegenstände dürfen mitgebracht werden, müssen mitgebracht werden und welche bleiben bitte unbedingt zu Hause? Also in der Wechselzone dürfen eigentlich nur die Sachen verwendet oder liegen bleiben, wofür den Sport gebraucht wird, für den Triathlon. Das sind die Laufschuhe, die Radschuhe, der Helm und das Startnummernband. Vielleicht noch ein Handtuch, um sich die Füße kurz abtrocknen, damit man ein bisschen in die Schuhe kommt. Aber sonst ist am Wechselplatz nichts erlaubt. Der Rest, die Taschen und so, die müssen, haben wir eine separate Zone aufgebaut, dann, wo man das deponieren kann in der Zwischenzeit. Aktuell schaut der Wetterbericht wunderbar aus. Schönster Sonnenschein, es wird ziemlich heiß. Ist die Hitze was euch zum Verhängnis werden kann?
Nein, wir haben lieber die Hitze wie kaltes oder gegnerisches okay. Wetter. Wir werden dann einfach bei der Laufstrecke, beim Wendepunkt noch eine Verpflegungsstation einrichten, wo man einen Schluck Wasser nehmen kann für die letzten 2 Kilometer für den Schlusssprint. Sollte es wieder erwarten Regen, gibt es einen Plan B? Gibt es ja kaum Möglichkeiten, oder? Nein, ist eigentlich auch kein Problem für den Triathlon an sich, für die Teilnehmer. Wenn sie im Schwimmen sind, kommen sie eh schon nass raus. Ja, das stimmt. Ist ein bisschen kühler auf dem Rad. Natürlich, der eine oder andere hat da Probleme mit der Kälte dann, aber sonst ist schlechtes Wetter kein Problem. Außer es stürmt oder gewittert, dann müssen wir die Veranstaltung absagen. Wie geht's nach dem Triathlon weiter? Wird dann gefeiert? Ja, wir haben ein großes Festzelt aufgebaut, wo danach auch noch die Siegerehrung stattfindet. Dieses Mal sicher ein bisschen größer, da wir die Landesmeisterschaften für die alle Teilnehmer haben, also für Nachwuchs und Einzelsportler. Nachwuchs, ja. Und danach kann man sich noch gemütlich über den Triathlon, über das Erlebte austauschen, bei Verpflegung, Getränke und Essen ist gesorgt. Über den Erfolg austauschen und über das, was man geleistet hat. Genau. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Kommen und wünsche euch ganz viel Erfolg, viel Spaß am Samstag und vor allem strahlenden Sonnenschein. Danke. Dass alle gesund wieder ins Ziel kommen. Ja, da drücken wir die Daumen. Das Gespräch mit Björn Lamprecht und Thomas Bader wurde aus Termingründen aufgezeichnet. Und jetzt die Geschichten, die die Vorarlberger in dieser Woche am meisten interessiert haben. Hier sind die V-Plus-Charts. Mirela Peusel, einst Hebamme in Dornbirn, wechselte 2022 zur Unternehmerin und eröffnete das Wäschegeschäft Clementine in Dornbirn. Dort bietet sie hochwertige Unterwäsche, Nachtwäsche und Bademode an. Obwohl sie eine neue berufliche Richtung eingeschlagen hat, bleibt sie ihrem alten Beruf verbunden und gibt weiterhin Schwangerschafts-Yoga-Kurse, die ihr große Freude bereiten. Der SCR Altach steht nach einer 1:2-Niederlage gegen WSG Tirol unter Druck. Die Leistung war schwach, Defensivfehler und unkonzentrierte Spieler führten zu heftigen Diskussionen um Trainer Joachim Standfest. Sportchef Roland Kirchler zeigte sich enttäuscht und kündigte Veränderungen an. Standfest muss nun dringend Ergebnisse liefern. Im GWL in Bregenz stehen 4 Geschäftslokale zur Miete. Das Twist Café ist vermietet, aber geschlossen und Farmers schloss wegen der schlechten Wirtschaftslage. Auch Jack & Jones hat geschlossen. Geschäftsführer Thomas Kienz betont, dass nur 1,5% der 8000 Quadratmeter Verkaufsfläche aktuell leer stehen. Ein Erdrutsch blockierte den Passiertunnel und zwang Reisende wie Eva Reitner und ihren Sohn zur unfreiwilligen Pause. Einsatzkräfte räumten die Nacht hindurch den Tunnel und errichteten einen Schutzdamm. Am nächsten Tag führte die Tunnelöffnung zu Verzögerungen, doch bis zum Nachmittag normalisierte sich der Verkehr wieder. Die Betroffenen blieben geduldig. Ralf Herle und sein Sohn Malte aus Tübingen beobachteten am Mittwochmorgen einen Wolf im Bregenzer Wald. Kurz darauf hörten sie einen Schuss, der den Tod des geschützten Tiers bedeutete. Herle, Mitglied des Naturschutzbundes, bedauerte den Abschuss und betonte die Wichtigkeit des Artenschutzes. Auch sein Sohn war von dem Ereignis tief betroffen. Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Im Anschluss folgt noch der Blick aufs Wetter mit der Vorschau aufs kommende Wochenende. Eine neue Ausgabe von Vorarlberg Live gibt es auch kommenden Freitag um 17 Uhr auf Voller Tee und Ländle TV. Bis dahin, machen Sie es gut und einen schönen Abend. Guten Tag und willkommen beim Wetter. Ein sommerliches Wochenende und ideales Badewetter erwarten uns. Am Samstag sorgt ein Hoch für viel Sonnenschein und nur geringe Gewittergefahr. Es wird teilweise sehr heiß mit Höchstwerten bis zu 31 Grad. Auch am Sonntag bleibt es sonnig und hochsommerlich heiß. Die Höchstwerte steigen auf 32 Grad. Diese hochsommerliche Phase setzt sich auch am Montag fort. Einzelne Gewitter im Bergland sind nachmittags nicht ganz ausgeschlossen. Höchstwerte bleiben bei 32 Grad.